Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic mit Yaffin, der Botschafterin, und dem Knarrenschwinger Miles, aka inzwischen Quentin. Entschuldigung, da muss ich mich immer noch dran gewöhnen. Du wahrscheinlich auch. Ja. Nein, ich kenne den ja schon länger. So, und jetzt, ich habe sie schon mal vorgeschickt, jetzt versuche ich hier noch darüber zu kommen, ohne zu verrecken. Ich hatte übrigens gerade dasselbe Problem wie du vorhin. An der einen Stelle. Das heißt, es besteht Hoffnung für mich. Yay! Ja, so, jetzt können wir den Sprint auch wieder anmachen. Ist das Deutsch? Ein Tunnel, viele Tunnels? Ich glaube ja. Nee, Moment. Gute Frage, ob das der Plural ist. Stand da Zugangstunnels. Bei mir steht da Zugangstunnel. Ich glaube, Tunnels ist auch ein valider Plural. Stärke. Naja, immerhin, wir haben es. Dafür die frei. Hat. Ja, jetzt kannst du ihm noch besser in die Eier treten, weißt du? Manchmal hast du sehr überzeugende Argumente. Gut, dann müssen wir noch ein paar umhauen. Als Bonus. Sicherheitskonsole benutzen und den Typen befreien. Weltherrschaft an uns reißen, check. Ja, Zugangstunnels. Habe ich schon das klingt mal für mich fast so gut wie Bonus Boni Bonis. Wo siehst du hier Zugangstunnels? Beim Fahrstuhl. Bei der Auswahl. Ah, Tatsache. Na, wie wäre denn bei dir der Plural von Tunnel? Ja, einfach auch Tummel. Wir sind so arm, wir können uns nicht so viele Buchstaben leisten. Wie kommen wir hier weg? Hier runter einfach. Okay. Und gleich wieder ein Freund gesucht. Ich bin halt beliebt. Außerdem brauchten wir die eh. Ja. Wen fänderst du gerade an? Ah, okay. Ich dachte, die würden zählen. Egal. Wie kann man grabbeln? Ich bin zufrieden. Dann grabbel mal. Down gehen sie alle. So. Dille. Ach, da musste man erst Ein noch Moment. Ran. Ah. Unsere Hacker versuchen, die Leitung anzuzapfen. Ja, das ist fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass ihr es allein reingeschafft habt. Wir haben das bisher nur als Gefangene vollbracht. Lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Niemand weiß, was das Imperium hier alles verbirgt. Haben wir sowas wie eine Zellennummer? Die Zeit drängt. Wir haben keinerlei Informationen über diesen Ort. Wenn ihr Leute in den Zellen findet, geht einfach davon aus, dass es unsere sind und holt sie da raus. Euer Primärziel ist Ako Domi. Er ist ein Jedi und hat die Rettungsmission auf Sulust angeführt. Ohne ihn hätte das Imperium den halben Planeten versklavt. Leider wurde er dabei gefangen genommen. Ich werde ihn retten. Ihr müsst mich nicht überreden. Ich denke, zusammen habt ihr da drin eine Chance. Ich schicke ein Team los, das außerhalb der Schilde warten wird. Sie können euch auf eurem Weg hinaus unterstützen. Viel Glück. Juhu. Standen gerade aber auch wie die Kommunionkinder da, ne? Die Dinger bringen mir sogar tatsächlich wieder was. Schlimm, schlimm. Na dann.
Ich schau gerade, wo ich hin. Moment. Es gibt noch so viel zu tun. 3 mehr Punkte kritischer Trefferwert. Hey. So, ich hab's dann auch. Alles wieder heil. Na dann, umhauen wir. Jetzt ist Schluss damit. Fallen aber wie die Fliegen. Tja. Wir sind halt gut. Es gibt auch nichts so wirklich zu heilen. Kommt, glaube ich, was, oder? Bitte? Ich dachte, hier kommen Mobs, wenn man die Dinger drückt, aber das war, glaube ich, woanders. Das war, glaube ich, eine H4. Gibt's dann ja im Bonusgebiet nochmal was? Schon mal hoch. Und noch 2 Bin mir gerade nicht sicher, ob davon was drin war und wenn ja, ob es gezählt hat. Töten wir doch einfach den Erstbesten. Der alleine dasteht, das wäre noch egal. War eine Auszeichnung drin? War eine Auszeichnung drin. Was ist da was für ein Corso, oder? War doch... Nee, da braucht sie die Neuigkeit. Dann hast du was für einen Bowie, wenn du den dann kriegst. Hör mal, wir werden deinen Echsenmann dabei haben, wenn wir Tara nicht mitnehmen wollen. Der Echsen... Der rülpst und Bowie rülpst, das wird mir zu viel. Ja, aber der Echsenmann hat auch Zielgenauigkeit. Warum auch immer. Nein, ich meine nur, dass ich wahrscheinlich eher den kleinen Corso weiter mitnehme als Bowie. Ja, aber du kannst ihn ja trotzdem... ach egal, dann verkaufe ich's halt. Du hängst an Bo, ich weiß. Ja, der ist so kuschelig und der flirtet ja alles an. Der darf bei mir swiffern, das ist auch toll. Wird da einmal in Schroma gebadet? Mhm, und dann kommst du prima an alle Ecken mit dem Fell. Tötet mich nicht. Ich kann euch helfen. Wonach ihr auch sucht, ich kann es finden. Beenden wir diese langweilige Unterhaltung. Na? Nein! Böses Mensch, sie. Wer kommt da zu mir? Ich bin Akko Domi, Gebieter über Lager 27. Niemand sucht mich auf. Soldaten würden eher sterben, als mir ins Gesicht blicken zu müssen. Er hat auch nicht den schönsten Tag. Wollte gerade sagen, dem bröselt auch ein bisschen der Putz.
Kommt zurück zur Republik. Wendet euch von dem ab, zu was das Imperium euch gemacht hat. Wie langweilig. Werdet ihr mir jetzt euer Mitleid anbieten? Oder Heilung? Eine Chance, zum Licht zurückzukehren? Ich lebe hier seit 6 Jahren. Ich habe gesehen, wie sich eure republikanischen Helden gegenseitig für ein Stück Fleisch zerreißen. Ich kenne die wahre Natur des Menschen. Dort gibt es kein Licht. Beurteilt andere nicht aufgrund eurer eigenen Schwäche. Es gab noch keinen Gefangenen hier, der edel genug war, um am Ende nicht doch zu unterliegen. Wie lange, glaubt ihr, könnt ihr standhalten? Schlachtet sie ab, meine Schüler. Ganz langsam. Sympathisch. Zeit für ein bisschen Training. Sollen die uns jetzt in Stückchen schneiden? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Pazifist bin? Wo steht denn der? Da hinten steht der. Der ist noch 5 Sekunden unverwundbar. Akodomian. Gefiel euch das? Ich spüre die Dunkelheit in euch, die Freude, die ihr beim Töten meiner Schüler verspürt habt. Werdet ihr mich auch töten? Oder verlangt euer Hass nach mehr? Wollt ihr mich lieber schreien sehen? Mich tagelang quälen, während ich mir nur den Tod wünsche? Kommt zurück. Aha, und ihr könnt wieder der Mann sein, der ihr einst wart. Ich war auch in nett. In Ordnung. Macht eure leeren Versprechungen. Rettet mein Leben. Mich zurück zur Republik zu bitten, ist, als würdet ihr euer eigenes Fleisch vergiften. Früher oder später werde ich euch töten. Der hat's mit Fleisch. Mhm. Ne? Warum tuckelt jetzt Yaffin verletzt weg? War das bei dir auch gerade so? Ja. Wir kümmern uns jetzt um ihn. Mit dem nächsten Raumschiff trifft eine Jedi-Heilerin ein. Das wird eine schwierige Aufgabe. Ich wünsche ihr Glück. Um jemanden zu heilen, muss man sein Herz öffnen. Sobald sie das tut, werde ich sie verschlingen. In Ordnung, Jungs. Knebeln und abführen. Und dann lasst uns von hier verschwinden. So wie der geredet hat, mag er das mit dem Knebeln. Ist aber, glaube ich, für alle Beteiligten besser. Zu einfach. So, was jetzt? Noch ein paar umhauen für den Bonus. Zum Beispiel. Ja, schon mal ein guter Anfang, ja. Nur ein Platz. Was scheren wir jetzt hin? Beenden wir das. Ich glaube, mich haut's eh gleich wieder vom Fahrrad. Noch ein Dot drauf. Nee, hatte Glück. Yay. Was ist denn hier links? Da links ist die H2. Meine Klassenquest ist da hinten rechts. Machen wir vielleicht erstmal deine? Gerne. So, hauen wir noch das Trüppchen da vorne weg. Ich wollte jetzt eigentlich schon seit 4 oder 5 Folgen zum Briefkasten. Mal sehen, wann ich dran denke. Ich rechne nie mit dem Wissenschaftler. Ich hätte jetzt bald gesagt, wenn man alt wird, aber das zieht, glaube ich, bei uns beiden nicht. Hey, du bist vorhin 50 geworden. Ja. Ich sollte doch nur noch Zabrak spielen. Die haben die Kraft der 2 Herzen. Der Spruch ist eigentlich so schlecht. Ich weiß. Aber ich bringe ihn trotzdem dauernd. Das ist wie eine Sucht. Ach so, apropos.
weil wir gerade schon bei hier Spezies und Vorteilen und sowas waren, muss ich doch gleich mal was tun. Das muss ich gleich tun, sobald wir nicht mehr kämpfen. Theron, komm her. Ich muss eine Sith-Kriegerin als Sith spielen. Dann kann ich das mit Queenie machen. Bitte jetzt nichts vom Sith-Krieger spoilern, weil wir gerade dabei sind. Nein. Würde ich niemals wagen. Ich habe mich nämlich schon gespoilert, aber das will ich den Zuschauern nicht antun. Hast du die Kompi gesehen? Die Kompi habe ich teilweise gesehen. Ich habe mir nicht die ganzen 50 Minuten angetan. Aber ich kann nicht die schönsten Stellen rausschreiben. Ja, an die Zuschauer. Es gibt auf YouTube Compilations von den ganzen, oder zumindest von den meisten Companion-Romanzen, also wo dann sämtliche Dialoge zusammengeschrieben sind. Und da ging es bei uns um Malawi Quinn, den zweiten Companion vom vom Sith-Krieger. Und der hatte einfach herrliche Sprüche drauf. Wie viel brauchst du noch für einen Bonus? Ich habe das Gefühl, da fehlt noch was. Ich glaube nicht, dass der jetzt davon noch kommt. Tja. Ja, da sitzt einer. Sitzen zwei. Ich war abgelenkt, ist nun mal dabei. Ist auf jeden Fall was für heute mit Uniformfetisch. Ach, du hast sie nicht nackt rumrennen lassen? Nein, aber da denke ich ernsthaft drüber nach, wenn das klappt, dem dieses Sklaven-Outfit zu geben. Kein Sag mal Kommentar. Irgendwas anderes, ich brauche ein anderes Bild im Kopf. Katzenbabys. Ja, Katzenbabys sind toll. Katze schläft. Das war gut, es hat geholfen, danke. Ich starte dann mal den Dialog. Ja. Meine wunderschönen Kinder. Ihr habt sie alle umgebracht. Warum? Ihr habt etwas, das Droga dem Hutten gehört. Bitte, tötet mich! Captain, das ist die Frau aus der Holo, Momi Andrell. Was hat dieser kranke Dreckskerl mit ihr gemacht? Lazai hat mich für Experimente benutzt. Hat schreckliche Dinge getan. Ich sterbe. Er wird dafür bezahlen, was er euch angetan hat. Rache ist für mich nicht von Bedeutung. Lasst ihm diese wundervolle Kreatur nicht. Er ist wahnsinnig. Ruhe, Testsubjekt. Der Shanyaru ist von unschätzbarem Wert für meine Forschung. Ich brauche ihn. Es gibt Anzeichen, dass die Spezies Verstand entwickelt. Ich muss ihre Geheimnisse entdecken, um die perfekte Lebensform zu entwickeln. Sklaven! Er will Sklaven erschaffen! Intelligente Tiere, die komplexe Befehle verstehen und mehrschrittige Anweisungen ausführen. Was die Käufer dann mit ihnen machen, ist ihre Sache. Warum habt ihr Experimente an dieser armen Frau durchgeführt? Ich wollte nicht meine Kinder dafür hergeben. Ich habe kein Verlangen danach, mich mit Droga oder seinen Leuten zu streiten. Ich habe genetische Proben des Shanyarus entnommen. Das muss reichen. Der Bestienkäfig ist ein programmierbarer Repulsorlift. Ich werde ihn unverzüglich zu Droga schicken. Droga will den Shanyaru doch nur, damit er die letzten Exemplare einer Spezies essen kann. Und der Hutte wird diese Mahlzeit bereits in Kürze einnehmen können. Es gibt keinen Grund für weitere Gewalt. So wie ich es sehe, verdiene ich etwas für die ganze investierte Zeit und Mühe. Ich habe Drogas Bestie unversehrt zurückgegeben. Was wollt ihr noch? Die genetischen Proben des Shanyarus sind die einzige Möglichkeit, die Spezies zu retten.
Holt sie euch von Lazae! Moment! Ich zahle jeden Preis, um diese Proben zu behalten. Lasst mich in Frieden, damit ich meine Forschung vollenden kann. Gebt mir die genetischen Proben und lauft um euer Leben. Nehmt sie! Verflucht sollt ihr sein! Ich war so nah am Durchbruch. Danke. Bringt die genetische Probe zum Senatsgebäude auf Coruscant. Ein Forscher namens Daruda kann den Shanyaro klonen und die Spezies so wiederbeleben. Das soll mein Erbe sein. Lazae hat mich mit grauenhaften Krankheiten infiziert. Sie sind unheilbar. Die Schmerzen sind schrecklich. So will ich nicht weiterleben. Bitte tötet mich. Euer Vater ist doch reich, oder? Er kann sich Behandlungen leisten, um euch zu helfen. Ach, bist du jetzt doch weichherzig. Es geht um eine Frau, hm? Kann doch keine Jungfrau in Nötdruck lassen. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde es versuchen. Danke. Ich dachte, du warst gegen Peter. Ja. Gehen Sie raus aus mir. Ey. So. Was will ich denn hier? Ich will das. Was gibt's denn Schönes? Ach, einfach nur eine Schule? Marke, das andere lohnte sich nicht. Ach so, das Übliche also. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir zwei gehen noch schnell vor die Tür. Dann ist ja auch die Zeit schon wieder rum. Ja, beim nächsten Mal geht's dann zu meiner Klassenquest. Und falls wir uns dazu überwinden können, vielleicht noch zur H2. Das werden wir ja sehen. Gut, dann bis dahin und ja, stay frosty. Ciao.